sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tommy. Ja, meine Freunde, heute möchte ich euch mal von der Firma Hasbro dieses coole Set von Tonka vorstellen. Hier kann man schon mal einen Blick auf den Wagen erhaschen. Ein Jeep, da kommen nachher zwei Batterien rein und der fährt von alleine. Ein Rundenkurs mit einer coolen Kugel. So sieht das Ganze von hinten aus. Ist so eine Art Rundenkurs. Wenn er hier durchfährt, kommt diese Kugel nach unten gekullert. Man kann noch drei Erweiterungen kaufen. Hier unten. Ja. Und das Besondere an der Strecke ist, man kann die Streckenteile biegen quasi. Also so eine Brücke nach oben biegen, wie es hier abgebildet ist. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze was taugt oder auch nicht. Oh, cool. Zwei Batterien inklusive. Dann wollen wir das Ganze mal ausprobieren. Bis gleich. Nur noch zwei Klicks zum Vollendung der Strecke, aber mache ich gleich. Ich möchte euch zunächst einmal den Jeep zeigen. Der sieht jetzt nicht so spektakulär aus, hat leider auch kein Licht und kein Sound. Macht ja nichts, soll ja nur Spaß beim Fahren machen. Hier oben ist der An- und Ausknopf. Drücken wir mal drauf und er fährt automatisch mit Allradantrieb. So sieht das Ganze von unten aus. Vorne, Seite. Also nicht allzu spektakulär. Die Strecke ist auch ganz easy peasy zum Dammstecken. Ihr müsst einfach nur die Teile zum unten drücken und dann sind sie vollendet. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen biegen und so eine Art Brücke draus bauen. So, dann haben wir noch hier den kleinen Canyon. Hier oben kommt die Kugel drauf. Da müsst ihr ganz vorsichtig sein, sonst kann das sein, dass sie schon vor runterfliegt. Sobald der Wagen hier durchfährt, kommt die Kugel entgegengeflogen. Okay, Strecke ist jetzt nicht allzu spektakulär, aber man kann ja noch mehrere dazu kaufen. Ich würde mal sagen, lasst uns einfach mal den Motor starten und gucken, was passiert. Gespannt, ob der Jeep das diesmal schafft, rechtzeitig vor der Kugel wegzufahren. Oh, diesmal war er schlauer als sonst. Er hat die Kugel einfach ausgetrickst und ist hängen geblieben. Womit wir jetzt auch bei meinem kleinen Fazit wären. Also ich finde, das Set gar nicht mal so schlecht. Dieses Tonka Over the Climb Set gab es bei Amazon für 20 Euro. Und da musste ich natürlich sofort zuschlagen. Das Coole an der ganzen Sache ist, dass es ein Allrad ist sozusagen und dass ihr die Strecken biegen und brechen könnt, wie ihr möchtet. Ich werde demnächst wahrscheinlich noch mehrere Sets holen, um eine ganz große Strecke zu bauen. Ja, mein Eindruck ist natürlich klasse. Ist zwar jetzt auf Dauer langweilig, dieser kleine Kurs, aber muss ja jeder für sich selber wissen. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt Tiny Tommy.